Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wann wird Genuss zur Sucht? Wir Menschen wollen genießen. Genuss ist eigentlich das Schönste, was wir hier haben auf der Erde, weil es tut einfach total gut, glücklich zu sein und zu merken, wow, ist das schön. Ich kann auf tausend Arten genießen. Ich kann mich freuen über die Natur und kann den wunderbaren Herbstwald genießen. Ja, ich kann an einem See sitzen und das leise Plätschern einfach so dankbar und innerlich ergriffen hören, so dass ich einfach merke, boah, da komme ich zur Ruhe und ich genieße die Stille, ich genieße das Rauschen des Waldes, das Plätschern des Wassers und das Zwitschern der Vögel. Also ich kann solche Dinge genießen. Ich kann gute Dinge genießen. Ein gutes Gespräch kann ich genießen. Ich kann auch eben ein gutes Essen genießen, einen guten Wein, einen guten Sex. Ja, ich kann so viele Sachen einfach genießen, die ich mir selber auch gestalte, die ich mir selber auch organisiere, wo ich dann eben auch Lust und Sinnerfüllung und Freude und Sättigung erlebe. Ja, nach so einem siebengängigen Menü bin ich so richtig gesättigt. Da war einfach jeder Gang eine Gaumenfreude und da genießt man einfach alles. Gut. Soweit so gut. Wenn Sie das können, dann wunderbar. Dann haben Sie ein erfülltes Leben, können Ihr Leben genießen, weil Sie verschiedene Dinge in Ihrem Alltag haben, was Sie genießen können. Ich kann es übrigens auch genießen, nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht, dass ich mich in meine Bettdecke kuscheln kann und die so gemütlich ist und mein Bett ist so angenehm. Wow, einfach herrlich, so, endlich kann ich mich ins Bett legen. Also das heißt auch das, ich kann jede Sekunde mein Leben genießen. Gut, was ist, wenn es jetzt da so ist, dass ich nie mehr gut genießen kann, dass bestimmte Dinge zur Sucht werden, weil ich das Gefühl habe, der Genuss reicht mir nicht. Das Bett ist nicht weich genug, das Essen ist nicht gut genug, der Alkohol ist nicht beschwingend genug, der Sex ist nicht toll genug und so weiter. Also wann ist der Kipppunkt da, dass ich in eine Sucht hineinfall, wo ich dann merke, ich genieße es gar nicht mehr. Also es wird dann zum Fressen, es wird zum Saufen, es wird zum nicht mehr schönen Leben, sondern eigentlich zum Kampf und zum Krampf. Und wenn das ist, dann sind sie eben nicht mehr im Genuss, sondern dann sind sie eben in der Sucht bereits drinnen, in der beginnenden Sucht und am Schluss ist die Sucht so, da kann ich gar nichts mehr genießen, da muss ich das tun, damit ich halbwegs ruhig bleibe, weil sonst bin ich so unruhig, dass ich überhaupt nichts mehr denken kann, weil ich nur noch das im Kopf habe, aber nicht um zu genießen, sondern nur um mich endlich wieder halbwegs zu beruhigen. Der Alkoholiker, der hat einen Tremor, der zittert dann, wenn er nicht genug Alkohol im Blut hat und der genießt schon längst keinen Tropfen Alkohol mehr. Der merkt nur, jetzt habe ich den Alkohol endlich in mir, jetzt wäre ich endlich wieder ruhiger, jetzt kann ich wieder normal denken. Was natürlich ein Irrtum ist, der kann gar nicht mehr normal denken, der ist schon weit weg vom normalen Denken, ist in einer anderen Wirklichkeit längst und muss dringend raus aus dieser Sucht, kommt aber nicht raus, weil er sich ängstigt davor über diesen Entzug, wo es genau das Gegenteil ist von Genießen, wo ich unglaublich auf viel verzichten muss, wo ich leiden muss, wo ich mir nicht sicher bin, ob es dann erledigt ist, weil dann kommt es wieder zurück, dieses Craving, wo ich dann merke, boah, ich halte das nicht aus, ich will das unbedingt. Und dann bin ich total weit weg vom Genießen. Also manche Menschen können sich gar nicht mehr erinnern, wann sie das letzte Mal genossen haben. Und tatsächlich ist es so, es gibt viele Menschen, die das Genießen verlernt, weil sie eben weg sind von der Dankbarkeit, weil sie weg sind von dem weniger ist mehr, weniger ist da zu wenig gewesen und die wollten mehr und das mehr war dann noch immer nicht genug und am Schluss war das mehr schon wieder so, dass es dann überdrüssig war, dass es dann viel zu viel war, dass es dann gar nicht mehr gegangen ist oder sie waren dann irgendwo ganz woanders. Sprich,
ich komme nicht aus der Sucht raus und die Sucht lähmt mich dann und die quält mich dann. Und wenn wir jetzt bei der Entzugstherapie sind, egal welche Sucht, ob substanzgebundene oder substanzungebundene Süchte, also Beziehungssucht oder eben zum Beispiel eine Alkoholsucht oder eine Sexsucht oder eine Spielsucht, also kann man alles hernehmen, dann bitte sich Zeit nehmen, einmal zu verzichten und zu sagen, damit ich wieder genießen lerne, muss ich mal genau das abgewöhnen, was jetzt too much war. Damit ich irgendwann einmal wieder Nähe und Zärtlichkeit genießen kann, muss ich mal den Sex abgewöhnen. Damit ich wieder überhaupt was schmecke, muss ich mal die Fresssucht abgewöhnen. Nehmen wir die Fresssucht her, eben dass ich mal eben wirklich einen alles eben den ganzen Frust hineinfresse, den ich habe, und was ich mich hineinschlinge, nur damit ich endlich satt werde, ja, dann muss ich schauen, warum bin ich denn so leer? Das kann ich nicht mit Essen stopfen, deshalb wäre ich nicht satt. Ich habe woanders eine Leere. Und in meinen Therapien mit essgestörten Patienten kommt ganz oft raus, nix sättigt mich, ja. Ich bin überall ins Eck gestellt. Ich bin überall hint angestellt. Ich bin niemandem wichtig. Ob ich lebe oder nicht lebe, ist jedem egal, ja. Ich bin so einsam. Und da geht's dann darum, wahrzunehmen, dass ich gar nicht einsam bin, dass ich sehr wohl eine Aufgabe in der Welt habe, dass ich einen Sinn hier in der Welt habe und dass es nicht sinnlos ist, was ich tue und was ich mit mir mache, mit meinem Körper mache und was ich esse. Und dann komme ich dann auch raus aus dieser Enge, aus diesem Loch, aus dieser Leere, wo ich merke, das ist furchtbar. Da bin ich schon so weit weg vom Lebendigen. Deshalb weniger essen, auch den Hunger wieder spüren und im Hunger dann spüren, also danach spüren, wohin will ich ihn? Was ist denn jetzt eigentlich das, was meine Sehnsucht wäre? Und meine Sehnsucht ist ganz oft, ich möchte eben geliebt sein. Ich möchte nicht einsam sein. Ich möchte mit jemandem sein können, wo ich geborgen bin. Ich möchte einfach nur mal innerlich eine Ruhe haben. Ich möchte anerkannt sein. Ich möchte so sein dürfen, wie ich bin. Aber wie ich eigentlich ursprünglich war, nicht in dieser Sucht, sondern eigentlich, ich möchte ganz normal sein dürfen. Ich möchte aus der Sucht raus, aber ich möchte einfach nur sein dürfen, ohne was Besonderes leisten zu müssen, ohne besonders viel geben zu müssen, ohne besonders viel arbeiten zu müssen. Das sind alles noch dann zusätzliche Suchttendenzen. Also ich bin einfach so, wie ich bin, und das ist gut so. Wenn ich dazu komme, komme ich super raus aus diesem Suchtmechanismus, und dann kann ich, wenn ich verzichtet habe, wieder langsam mir etwas suchen, was mir Freude macht, was ich gern tue und was ich vielleicht sogar ein bisschen genießen kann. Und wenn ich etwas genießen kann, dann kann ich es mehr genießen. Aber ich muss mich auch dafür entscheiden. Ich genieße jetzt da, still zu sitzen und mal nur die Stille zu hören, und das ist für mich gut so, das ist für mich ein Wert. Ich möchte das. Und wenn ich das möchte, dann entscheide ich mich dafür, und weil ich das eben dann entschieden habe, dann komme ich wieder in das Schöne, weil dann ist es ein Sinn für mich. Und wenn es einen Sinn für mich hat, dann komme ich tiefer. Und dann komme ich wieder ins Genießen rein. Sobald ich wieder in die Sucht hinüberpendel, will ich mir wieder was holen, indem ich Vollgas gebe bei irgendwas, wo ich am Schluss dann zwar bis daher voll bin, ja, aber eigentlich dem total leer bin, weil ich nicht das gekriegt habe, was ich wollte. Und deshalb ist weniger mehr. Deshalb ist Loslassen viel besser, als ich was nehmen. Und deshalb ist Stille besser als Lärm und Verzicht besser, als wie alles noch haben müssen. Wenn das gelingt, dann kommen Sie super durch und super raus. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da wirklich einen Weg finden, wie sie wieder mehr ins Genießen kommen und wie sie sich auch vor Sucht bewahren. Sobald was einseitig wird und zu viel wird, geht's in Richtung Sucht. Deshalb da Stopp und wieder zurück in das bescheidene, einfache, wenigere. Wenn ich Sie da ein Stückchen begleiten kann, gerne, unten gibt's einen Link in der Videobeschreibung, können Sie sich gerne kostenlos für ein
kurzes Erstgespräch anmelden und dann schauen wir, ob wir ein längeres therapeutisches Prozedere dann uns vereinbaren. Ich würde Ihnen das durchaus empfehlen. Nützen Sie das kostenlose Erstgespräch, dann haben Sie auch ein bisschen mehr Klarheit, ob es für Sie passt oder nicht passt. Alles Gute für Sie und genießen Sie Ihr Leben.